Hey, ihr Robonauten und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RoboCraft Artwork. Und heute haben wir was ganz Besonderes aus dem Bereich Fast Food. Und das ist dieser wunderschöne Cheeseburger hier. Der ganze Bot heißt auch so, Cheeseburger. Aber nicht mit C-H-I-E-S, sondern mit S-C-H-I-E-S-Z. Wir sind ja hier in Deutschland, ne? Von daher muss man das auch deutsch schreiben. So, aus was besteht denn der Cheeseburger? Also großteils eigentlich aus T1 Armored Cubes, weil die so wunderschön braun sind. Die simulieren halt dieses Hamburger-Bun relativ gut. Nennen sich ja diese Hamburger Brötchen amerikanischen, ne? Hamburger Buns. Buns heißt amerikanischen, aber auch Brötchen. Dann haben wir, um halt die Rindfleischscheibe zu simulieren, diese wunderschönen T10 Blöcke hier verwendet. Die sind jetzt zwar schwarz und da könnte man sagen, naja, du, also das Rindfleisch-Patty, das ist ja nicht schwarz, ne? Aber mal ganz ehrlich, guckt euch die Dinger mal an, die ihr von McDonald's kriegt. Also die Teile sind wirklich schwarz. Von braun kann man da nicht reden. Also das ist mehr oder weniger echt schwarz. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob McDonald's da zu 100% Rindfleisch verwendet. Die schreiben das da zwar rein, aber mal ganz ehrlich, Rindfleisch ist schweineteuer. Also ob man dann noch so ein Ding für 1 Euro verkaufen kann? Ich wage es zu bezweifeln. Okay, ich möchte hier keine festgesetzten Thesen aufsetzen, also... Ich habe da noch nicht gearbeitet und davon daher auch keinen Einblick, aber ich will auch gar nicht arbeiten und gar nicht essen und überhaupt irgendwas machen. Um den Käse zu simulieren, da wir ja keine gelben Blöcke haben, habe ich einfach mal die goldenen Blöcke genommen. Ich denke mal, das geht noch ganz gut durch hier, ne? Menschen stellen ist natürlich auch schön verlaufen, so wie das ja auch normalerweise ist. Wenn man Käse so überbacken tut, ne, dann verläuft der so lecker. Gegrillter Käse. Wirklich was Feines, sollte man auch nicht zu oft essen. Das macht auch ganz schön fettes Zeug. Jedenfalls haben wir das mit den goldenen Blöcken simuliert. Ich finde, das ist mir eigentlich relativ gut gelungen. Sieht ganz schnieker aus. Hier oben haben wir den Oberteil des Brötchens. Von daher ist da auch eine Blockreihe mehr drauf wie unten. Ne, das Oberteil ist immer ein bisschen runder und voluminöser. Viele Leute mögen ja auch nur die Oberteile eines Brötchens. Also ich persönlich mag das Oberteil vom Brötchen auch so lieber wie das untere Teil, weil es ist auch knuspriger, ne? Aber gut, bei diesen Milchbrötchen, die man hier auf so einem Hamburger kriegt, da ist ja nichts mit Knusprigkeit, außer man haut das Feuer nochmal auf den Grill, dann wird das auch relativ gut knusprig. Also wenn man sich so Hamburger so selber macht, das haben wir auch öfters mal im Sommer so gemacht, dass wir uns einfach einen Grill angeschmissen haben, Hamburger-Patties gekauft haben, die Dinger dann auf den Grill raufgeknallt haben... Da läuft mir gerade so das Wasser im Mund zusammen, wenn ich bloß dran denke. Wie geil das immer war. Na, zum Glück steht der Sommer vor der Tür. Da werde ich natürlich auch mal wieder meinen schönen Grill anschmeißen und dir mal wieder ein paar schöne Hamburger selber machen. Meine Fresse, dann schmeckt das wenigstens nicht so eklig wie von irgendwelchen Fastfood-Ketten. Aber na gut, ist ja jetzt auch egal. Ja, das obere Brötchen hat jedenfalls eine Reihe mehr, um halt so diese Obrigkeit zu simulieren. Ne? Und als Bewaffnung habe ich dann T7 Plasma ganz oben drauf gesetzt. Sind das wirklich T7, T8? Ja, das sind T7, ganz genau. Die habe ich jedenfalls oben drauf gesetzt, sodass wir wenigstens ein bisschen Bewaffnung haben. Und fahren tun wir auch mit T6. Ich glaube, es ist T6. Ich gucke dann nochmal vorher. Q-Movement. Es ist T7. T7-Räder sind das. Okay. Also zum Fahren haben wir dann halt T7-Räder hier an unserem wunderschönen Cheeseburger eingebaut. Ja. An sich eine richtig geile Sache. Ich meine, effektiv ist das Gerät nicht, aber wir sind ja hier bei RoboCraft Artwork, ne? Also wir bauen irgendwelche Sachen aus dem realen Leben hier in RoboCraft nach. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, wollen wir doch natürlich jetzt mal gucken, wie gut das Teil ist. Von daher starte ich jetzt mal ein Classic Game, da ich ja nun hier nicht über eine halbe Stunde lang in dem normalen Battle Mode spielen möchte. Aber ich habe da so die Befürchtung im Classic Modus, also das letzte Mal, wo ich den zocken wollte, dass es einfach mal ewig dauert, bis man in ein Spiel kommt. Bis jetzt befinden wir uns auf Warteposition Nummer 10. Wir haben es jetzt hier um halb ein Uhr morgens dienstags. Naja, und wollen wir mal gucken, wie lange wir jetzt hier in der Warteschleife sitzen, bevor wir da in ein Game reinkommen. Das kann echt lange dauern. Ja, mittlerweile warten wir schon über 30 Sekunden. Das ist natürlich nicht gut. Die Warteposition hat sich jetzt verlängert auf 11, aber... Also die insgesamt Wartelänge hat sich verlängert auf 11, aber unsere Warteposition hat sich gerade mal reduziert auf 9. Von daher gehe ich mal auch stark davon aus, dass wir hier jetzt auch ewig warten werden, bevor wir so einen Classic-Modus spielen können. Was natürlich richtig räudig ist. Die ganzen Leute spielen einfach nur noch Battle-Mode. Was ich selber, sag ich mal, so in den niedrigen Tiers nicht empfehlen kann, weil es dauert einfach zu lange, um wirklich an Kohle ranzukommen. Ist nicht ganz so optimal. Aber ich glaube, um unseren Cheeseburger testen zu können... müssen wir wohl leider Gottes jetzt wirklich in den Battle-Mode reingehen, weil wir kommen hier im Classic-Modus einfach nicht nach vorne.
Der wird nicht mehr gespielt. Der wird einfach überhaupt nicht mehr gespielt. Richtig schlecht. Na gut, gehen wir auf Escape, drücken wir halt Battle Mode, ist mir egal, teste ich ihn halt da drin, beziehungsweise spiele den jetzt dieses erste und einzige Mal dann, weil die Garage, Garage 5, also die für diese Artworks ist, die wird ja dann halt jedes Mal wieder gelöscht und dann kommt da ein neues Artwork rein. Ich kann mir hier nicht 20.000 Garagen kaufen, da werde ich ja arm, so viel Geld kann ich ja gar nicht verdienen. So, hier sind wir jetzt auf Warteposition Nummer 5, insgesamt Länge 9. Normalerweise müsste das Game jetzt relativ schnell losgehen. Allerdings, will das auch nicht so wirklich. Die Server sind aber nicht down. 47 Server sind available. Rebelty, oder na, wie man es auch immer aussprechen möchte, kriegt das jetzt auch nicht mehr so wirklich hin hier um die Uhrzeit. Bin gerade von der Arbeit gekommen und auch ziemlich fertig und ziemlich müde. Aber trotzdem hatte ich jetzt noch richtig Bock, hier eine verdammte Robocraft-Aufnahme zu machen. Und ich hoffe auch, das Spiel lässt mich jetzt gleich mal hier eine Aufnahme machen. Immerhin sind gerade 30 Spieler online und trotzdem komme ich nicht von Warteposition 5 runter. 47 Server verfügbar. Available. Available, genau so wird es ausgesprochen. Mein Gott, jetzt ist es wieder in mein Brain zurückgekommen. Ich drücke nochmal Escape und gehe dann nochmal auf Battle Mode. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier endlich mal aus dem Arsch kommen und mal zocken können. Wir finden uns in Warteposition Nummer 4. 31 Server sind verfügbar. 20 Server. Oh, die wollen mir jetzt nicht wirklich erzählen, dass die Server down sind, oder? 35 Server, sind jetzt wieder mehr Server online. 19 Spieler warten noch auf ein Spiel. Normalerweise müsste das Spiel sofort starten. Es ist eigentlich unfassbar, dass ich jetzt hier so lange warten muss. Also irgendwas funktioniert hier schon wieder nicht. Ich guck mal kurz in den Chat rein. Steht hier irgendwas davon, dass die Server down sind? Steht eigentlich gar nichts von drinne. Und es sind ja auch nicht gerade 1000 Spieler jetzt hier online, sodass man jetzt. Ah, jetzt startet das Spiel. Jetzt startet das Spiel. Na Gott sei Dank, ey. Dass ich dann auch wieder Schießburger so richtig geschrieben wird. Also ich finde das ein absolut geiles Wortspiel, ne? Manch andere hätte jetzt so stinknormal auf Amerika so Schießburger, Käseburger geschrieben, aber nicht der heutige. Nicht der heutige. Nein. Der lässt sich dabei noch was einfallen. Selbst im Namen herrscht die Perfektion. Ja, Eigenlob stinkt, außer das meinige. The battle for gut. Hellion Crater has begun. The battle for Hellion Crater has begun und der Schießbürger rollt sofort in das Gefecht. Ich werde mal versuchen. Hör auf, hier auf mich zu schießen, Your das ist ganz sauer, Fusion oder Shield is was? Now active. Wo bin ich überhaupt genau? Ach, da oben bin ich. Ja, alles klar. Also, ich werde mal versuchen, jetzt hier nach links zu fahren. Allerdings lässt der Schießbürger sich ganz schön schwierig lenken. Da hat es vier lenkbare Räder drin hat. Und somit auch sehr, sehr schnell reagiert und damit auch sehr, sehr schnell ausbrechen tut. Aber nichtsdestotrotz, da ist ein Rodorsch. Und deswegen latschen wir jetzt hier mal. Nein! Das darf man natürlich nicht machen. Also man darf definitiv nicht zu schnell Gas geben mit dem Schießbüro. Dann rutscht er einfach nach vorne und kippt um. Ist also wirklich sehr, sehr suboptimal. Nur und oh, scheiße, da habe ich jetzt schon kräftig welche gekriegt von da vorne. Ich schieße es mal zurück. Hab auch getroffen, könnte den damit 8000 Schaden verpassen. So, mal gucken, ob wir den da oben nochmal treffen. Nee, leider nicht. SMG Tank spotted. Scheiße. Jetzt haben wir natürlich einen Bomber über uns. Und der ist mit dem Schießbürger natürlich nur sehr suboptimal auszuschalten, da wir Plasma als Bewaffnung nutzen. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal nicht abbringen von diesem dämlichen Bomber und kippe um. Ja, super. Jetzt wäre ich natürlich noch von der Seite hier auch noch beschossen in meinem umgekippten Zustand, wo ich überhaupt nicht klarkomme. Aber ich gebe nicht auf. Ich drücke dem welche rein mit meinem Plasma. Hier, Junge, friss Scheiße. Du kannst es alles haben von mir. Du kannst es wirklich alles haben. Nur für dich. Ah, jetzt kommt es von links auch. Ja, da oben, da steht der Nächste. Aber auch dem konnte ich nochmal kräftig Schaden reinhauen. Also so wirklich klar kommen die Leute nicht mit dem Schießbürger. Der drückte auch mal kräftig zurück. So. Immer schön noch in den Turm währenddessen rein. Und jetzt da drüben wieder zu dem Bot. Aber leider verfehlt. Da konnte er ziemlich schnell ausweichen. Der da drüben, der hat mich jetzt auch im Visier. Und irgendwie haben sie mich jetzt alle im Visier. Und haben mich natürlich auch ausgeschaltet. Schade, schade, schade. Das Problem im Schießbürger ist ja einfach mal, wie ich schon erwähnt habe, die T10-Blöcke, die ich verwenden musste, um dieses Burger-Patty zu simulieren. Dadurch sind wir hier direkt auf T8.
aufgestiegen und haben eigentlich eine viel zu schlechte Bewaffnung und Panzerung dafür. Aber das ist scheißegal. Wie gesagt, wir sind hier bei RoboCraft Artworks. Hier geht es nicht darum, wie gut kann man zocken. Hier geht es nur darum, irgendein schönes Fahrzeug zu bauen, was denn halt real aussieht und noch irgendwie SMG funktioniert. Cruiser, also was heißt jetzt real aussieht, was halt irgendwo aus der Realität gegriffen ist oder halt aus irgendwas anderem. Meinetwegen kann man hier auch einen Drachen zusammenbauen. Der ist ja nicht aus der Realität gegriffen, aber es ist halt ein ziemlich cooles Artwork, ne? So, jetzt liege ich hier schon wieder um. Also so ganz optimale Fahreigenschaften hat da unser Schießbürger nicht. Ich muss wirklich extrem aufpassen mit dem Rückwärtsgang. Da kannst du mich so schnell ausschalten, dass ich jetzt schon wieder zurück muss hinter meine Schilde, da ich ja absolut gar keine Bewaffnung mehr habe. So, aber schönes Ding, wir haben es bis in unsere Schilde wieder zurück geschafft, können uns deswegen jetzt auch hier reparieren. So, vorsichtig anfahren. Wollen wir doch mal schauen, wer uns hier so alles entgegenkommt, also wer hier mal direkt aufs Maul möchte. Aber ich glaube, derzeitig ist hier nichts, was SMG auf unsere Basis zurollt. Oh doch, da vorne, da muss irgendwas sein. Der wird gerade ganz schön auseinandergenommen. Aber ich glaube, der hat den Gegner jetzt auseinandergenommen. Ah, der hat's drauf. Der hat's drauf, der Kollege. Und da ist ein Gegner. Oh, jetzt ist der Schießbürger nochmal Level aufgestiegen. Können wir franken? Können wir franken? Jawohl, wir haben ihn niedergemetzelt. Geile Scheiße. Unser Schießbürger, der rennt. Der verbreitet hier Angst und Schrecken auf dem Schlachtfeld. Da hinten haben wir noch einen. Oh, von der Seite. Werde ich da von einer Brotspinne angegriffen. Fiese Scheiße und werde auch von der auseinandergenommen. Aber gut, das ist nicht schwer. Die Karre ist jetzt nicht gerade sonderlich gepanzert, aber dafür nimmt mein Team die Brotspinne natürlich auch gnadenlos jetzt auseinander. Hoffe ich jedenfalls mal. Die ist ganz schön weit weggelaufen eben gerade. Das kotzt mich eigentlich ein bisschen an. So, jetzt sind wir wieder im Spiel. Der Schießbürger rollt wieder. Ich versuche einfach nochmal hier direkt über links zu fahren, beziehungsweise auf der Karte gesehen rechts zu fahren und da vielleicht nochmal Angst und Schrecken zu verbreiten oder halt nur Freilose zu verschenken, sozusagen für den Levelaufstieg. Naja. Medic Hover spotted. Gucken wir mal. Vier Tanks SMG aus meinem Tanks Team fahren da vorne rum und mir fällt auch gerade auf, in diesem Team hier sind wirklich sehr, sehr wenige Fahrzeuge, sehr, sehr viel Fahrzeuge und sehr, sehr wenige Flieger. Ich glaube, wir haben nicht einen einzigen Flieger mit dabei. Das ist natürlich an sich ganz schön mies, aber kann man ja halt nicht ändern. Wenn, dann müssen wir das so auch hinkriegen. Und jawohl, den Flieger, den habe ich mal kräftig eine gedrückt. Allerdings ging das nur auf seine Schilde rauf. Jetzt könnte ich hier vorne dem Tank nochmal ordentlich eine drücken. Oh, da habe ich jetzt rüber geschossen, ganz schlecht. Aber unser SMG-Bot hier vorne, der macht das. Der Junge, der ist fit, der haut die da richtig welche rein. So, jawohl, Treffer. Schönes Ding. Und nochmal Treffer. Ah, ja, wunderbar. Jetzt habe ich allerdings keinen fahrbaren Untersatz mehr. Kann hier bloß noch blöde rumstehen. Und ja, da wurde ich dann auch wieder auseinandergenommen. Schade. Naja, 12 Sekunden Respawn-Zeit noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und da geht's wieder los. Gut, Freunde, ich wollte noch mal sagen, das ist jetzt so das letzte Leben, was ich hier mit dem Schießbürger spiele. Weil es ist ja, wie nun zum dritten Mal gesagt, kein Bot, mit dem ich hier ernsthaft zocken will, sondern es ist halt einfach nur just for fun. Und da will ich jetzt auch hier keine halbe Stunde lang diesen Modus hier spielen, da ich eine großartige Chance sowieso nicht habe. Es ist ja halt bloß zum Testen, ob der Kern auch selber rennt und irgendwo kampffähig ist. Weil, sag ich mal, nur ein Artwork bauen, was dann auch nicht kampffähig ist, also das ist mir dann auch zu blöd, das wäre mir ein bisschen zu lame. Die Funktionsfähigkeit, die muss schon gegeben sein, also das sehe ich selber so als Grundvoraussetzung. Oh, da hat er mir jetzt aber die Räder weggeholzt und der Schießbürger ist dann auch direkt mal auf die Seite geklappt. Da waren wir dann wieder auseinandergenommen, aber gut, mir reicht's dann jetzt auch. Ich gehe jetzt aus dem Spiel einfach mal raus. Natürlich schade für mein Team jetzt im Endeffekt, aber für die Kunst, da muss halt die Welt auch mal ein bisschen leiden, ne? Da muss man Verständnis haben im Endeffekt. Ich meine, wenn man sich heutzutage so stellenweise moderne Kunst anguckt, ja, also da muss die Welt schon extrem leiden. Junge. Wie manche Sachen aussehen, da kann man ja echt kotzen, Junge. Kriegt man ja Augenkrebs, wenn man das anguckt. So, Zeit ist abgelaufen, Self-Destruct. Ach nee, Quatsch, jetzt habe ich Self-Destruct gemacht. Ich würde doch nicht Self-Destruct machen, ich wollte doch raus aus dem Spiel.
Jetzt muss ich wieder warten. Jetzt muss ich wieder warten. Na, Frage, Exit Game? Gibt es hier überhaupt noch Exit Game? Kann man hier einfach so aus dem Spiel raus? Müsste eigentlich gehen, oder? Resume? Nö. Self-Destruct? Nö. Ja, das ist ja scheiße. Ja, das ist ja richtig scheiße. Wieso kann man den Battle-Modus denn nicht einfach so beenden? Den Classic-Modus könnte man doch auch einfach so beenden. Warum kann ich den Battle-Modus jetzt nicht einfach so beenden? Rail Hover spotted. Ist das ein Quatsch? SMG, wenn ich jetzt Walker keinen Bock mehr habe zum Zocken, SMG Tank spotted. Muss ich das ganze Spiel ausschalten, oder Your was? Right Fusion Tower is under attack. Medic Hover spotted. Tja. Naja. Okay. Rail Hover spotted. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Aber scheißegal. Was soll's? Beende ich halt einfach nur die Aufnahme. Gut, Freunde. Also, wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal... Hey. Your fusion shield has been was ist ein Schild oben? Seid ihr nicht ganz sauer, oder was? Ja, geht doch wohl. Aber jetzt... Also, Freunde, wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit und ciao.